könnte fast der kleine Stadtstreicher sein, den wir hier sehen. Am Beginn meines nächsten Spazierganges sind wir im Nibelungenviertel angelangt. Das ist das Gebiet rund um die Wiener Stadthalle. Und dieser kleine Mann wurde von einem gewissen Herrn Anton Enzdorfer 1912 modelliert und steht im Gemeindebau Hütteldorfer Straße 16 bis 22. Knabe mit Vögeln. Das Nibelungenviertel wird deswegen so genannt, weil sehr viele Straßennamen mit Figuren aus dem Nibelungenlied zu tun haben. Kleines Rätsel bei all den vielen Straßennamen, die ihr jetzt auf Straßenschildern lesen konntet, hat sich einer reingeschlichen, der so überhaupt nicht zu den Nibelungen passt. Kommt ihr drauf, wer? In der Gernotgasse fällt an einer Hausmauer eines neuen Gemeindebaus diese Skulptur oder wie immer man es nennen möchte auf. Ob das wohl der berühmte Nibelunge Gernot ist? Kleine Randinfo, beim Dankwart handelt es sich natürlich nicht um einen Rechtschreibfehler, denn Dankwart ist tatsächlich eine Figur aus der Nibelungensage. Nach diesem Streifzug durchs Nibelungenviertel mit seinen Gassennamen sind wir am Burianplatz angelangt. Der befindet sich hinter dem Vogelweidplatz und wird dominiert von einer Kirche. Auch wenn es jetzt hier nicht so aussieht. Aber es ist die Christkönigskirche der Pfarre Hildegard Burian, auch Seipel-Dollfuß-Gedächtniskirche genannt. Warum, werden wir gleich sehen. Im Innenraum präsentiert sich diese Kirche schlicht und einfach. Sie wurde ja auch in der Zwischenkriegszeit erbaut. Diese Stahlplastik namens Bewegung des Bildhauers Wander Bertoni steht vor der Wiener Stadthalle. Im Hintergrund sehen wir ein bisschen was von der Seitenfront, und zwar von der südseitigen Front. Mehr von den Seitenfronten, die eigentlich sehr markant sind, sehen wir dann erst, wenn wir auf die andere Seite gehen. Erbaut wurde die Wiener Stadthalle vom Architekten Roland Rainer und sie ist die größte Veranstaltungshalle Österreichs und eine der drei größten überhaupt in Europa. Später wurden einige Hallen zugebaut zur Originalhalle und deswegen sieht man ja auch vom Original teilweise nur mehr recht wenig. Wenn man Fritz Wottruber hieß, wurde einem auch solch eine Plastik von der öffentlichen Hand bedenkenlos aus der Hand genommen und vor der Wiener Stadthalle aufgestellt. Der schlichte Name des Ganzen heißt Zeichen. Damit sei auch schon festgestellt, wir sind im Märzpark angelangt. Benannt ist dieser Park nach den gefallenen Opfern der Märzrevolution von 1848, die ursprünglich hier bis 1888 auf diesem Gebiet begraben waren.
Jenes Monument erinnert auch an diese Gefallenen. Durch den Märzpark sind wir jetzt im Vogelweidhof angelangt, der in der Zwischenkriegszeit errichtet wurde und nach dem Minnesänger Walter von der Vogelweide benannt wurde. Hier gibt es einige kleine Brunnen zu sehen. Alle drei Brunnen stammen übrigens vom Künstler Robert Ob Sieger. Die Fresken an den Decken der Laubengänge im Vogelweidhof zeigen Berufe, wie sie in Märchen vorkommen. Die Deckenfresken der Eingangshalle des Vogelweidhofes oder auch Märchenhofes, wie er wegen der Darstellungen in den Laubengängen genannt wird, zeigen soziale Leistungen der Stadt Wien. Sport, Gesundheit, Schulwesen und Wohnbau. Ich bin am Heimweg von der Stadthalle noch mal kurz bei diesem Denkmal vorbeigefahren, und zwar bei dem sogenannten Hesser-Denkmal, das in Erinnerung an das niederösterreichische Infanterieregiment Freiherr von Hess errichtet wurde. Und dieses Regiment war mitbeteiligt in der Schlacht an der Schwarzlackenau 1809, als Napoleon unter der Führung von Erzherzog Karl, hauptsächlich bei Aspern, aber eben auch in der Schwarzlackenau, vom Eindringen in die Wiener Stadt gehindert wurde. Wir gehen jetzt einmal um dieses Denkmal rund herum. An der Spitze des Denkmals thront die Kaiserkrone Österreichs. Und somit endet mein nächster Stadtspaziergang. Zeit für einen Abflug.